empfehlen, weil das ist so, so dünn, dieses Zeugs, dass es gar nicht so dunkel ist. Und ich finde, diese helleren Farben, die machen einen total blass. Also ich finde es gar nicht schön. Die Nummer 4 ist die einzige Farbe, die ich euch wirklich empfehlen kann. In welcher Farbe genau? Nummer 4. Wie viel kostet dein Friseurtermin? Kommt drauf an. Also gestern war ich da. Wobei, ich kann es auch nicht genau sagen. Ich kriege halt immer ganz gute Preise bei denen. Aber normalerweise kostet, zahle ich fürs Ansatzfärben 120. Glaube ich, ja. Ungefähr. Oder 100, 100, 120, irgendwie sowas. Aber gestern haben wir ein bisschen mehr gemacht. Also gestern, weil ich wusste das auch nicht. An alle, die jetzt gerade drin sind und die sich die Haare blond färben. Oder vielleicht auch Naturblondinen, ich weiß es nicht. Ich glaube auch Naturblondinen. Und zwar wohne ich ja in einer Altbauwohnung. Und hier ist extrem viel Kalk. Also ich trinke auch kein Leitungswasser und ich benutze auch kein Leitungswasser für die Kaffeemaschine, weil da so viel Kalk drin ist. Also ich habe halt Wasserfilter. Und beim Duschen ist ja auch Kalk drin in dem Wasser und daran habe ich halt nie gedacht. Aber dadurch wird das Blond total schmutzig und total grünlich. Und das war zum Beispiel bei mir gestern auch der Fall, dass sie sich die Haare angeguckt hat und gesagt hat, hey, was ist denn los? Deine Haare sind total wie so schmutzig, so. Und dann kamen wir drauf, dass es halt vom Kalk ist. Und jetzt kaufe ich mir so einen Kalkfilter für die Dusche, weil es ist halt voll scheiße. Weil meine Haare, also so ist es halt immer nach dem Färben. Wir haben immer so ein kühles Blond. Und die waren wirklich so, so richtig dunkel, waren die. Perfect Match, nee, ich habe die von Dior, die Foundation. Ah, meine Finger sehen auch toll aus, Wahnsinn. Die ist aber fast leer, leider. Da habe ich die Farbe 2N und das ist meiner Meinung nach wirklich die absolut beste Foundation. Ich liebe die. Und welche Foundation ich neu habe, ist die. Die ist auch krank. Aber die ist halt extrem matt. Also wenn ihr ein mattes Finish haben wollt, ist die krass. Also ich glaube, das wäre eher so meine Winter-Foundation. Und die andere ist halt Skin Glow. Also die ist mehr glowy. Aber die zum Beispiel in der Kombination mit der Charlotte Tilbury, krank. Kannst du auch welche aus der Drogerie empfehlen? Nee, ich benutze keine Foundation aus der Drogerie, weil ich einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich habe die schon oft probiert und keine hat mir wirklich zugesagt. Ich benutze immer entweder Giorgio Armani, Luminous Silk, Estee Lauder Double Wear, die Skin Glow von Dior oder halt jetzt die. Die finde ich, die ist richtig krass. Also die ist wirklich richtig gut. Die heißt All Hours. Und wie gesagt, aus der Drogerie benutze ich so Sachen wie Lip Liner, Augenbrauenstifte, Lipglosse, Wimperntusche. Aber Foundation benutze ich immer von Douglas eigentlich. Wie viel Milliliter hast du in den Lippen? Also ich weiß gar nicht, wie viel da überhaupt noch drin ist, weil ich war jetzt das letzte Mal vor 2,5 Jahren. Also ich habe gar nicht mehr nachgespritzt. Deswegen, ich weiß es nicht. Ich habe damals 1 Milliliter reingemacht. Ich weiß nicht, wie viel drin ist. Und was hast du noch geschrieben? Moment, Moment, Moment. Muss man da was beachten? Ja, also ich würde auf jeden Fall keinen Sport machen danach. Irgendwas, wo der Puls halt hochkommt, würde ich vermeiden. Ich glaube, man darf nicht ins Solarium, man soll nicht in die Sonne erstmal. Also man muss schon ein paar Sachen beachten, wenn man sich die Lippen machen lässt. Ja, genau. So, dann nehme ich einfach so einen dunklen Concealer, der ist jetzt auch fast leer. Einfach nur so etwas. So. Der war eigentlich gar nicht so schlecht. Der ist von NYX oder NYX, keine Ahnung, wie das heißt. Der war eigentlich echt nicht schlecht. So. Genau. Also wie gesagt, bezüglich Lippenspritzen, aber die Person, wo du das machen lässt, die wird dich auch aufklären darüber. Also muss sie ja.
Was kostet Haare schneiden bei Luisa? 55. Ich glaube. Aber ich bin mir echt nicht sicher. Leute, wegen den Preisen bei Trentini, ich weiß es nicht genau. Ich kann euch immer nur so Richtwerte nennen. Aber ich meine, also ich glaube, ich habe 55 bezahlt bei ihr. Aber ich kann mich auch täuschen. Vielleicht war es auch mehr. In welcher Farbe ist der NYX Concealer? Leute, der ist schon so alt. Ich glaube, man sieht es gar nicht mehr. Ah doch, CW08 ist der. Und andere Produkte. Also ich habe es noch nicht probiert, aber ich werde es mir kaufen von Fenty Beauty in der Farbe Truffle. Oder von Bobbi Brown Foundation Stick Cool Almond. Soll richtig gut sein. Fürs Schneiden, ja, also für Schneiden, Waschen, Föhnen, ja. Finde ich eigentlich günstig, muss ich sagen. Vor allem bei langen Haaren. Weil normalerweise, das dürft ihr auch nicht vergessen, wenn ihr jetzt irgendwo zum Friseur geht, die meisten Friseure sagen dann, keine Ahnung, 40 Euro Haarschnitt und dann kommst du hin und hast aber so lange Haare und dann machen die immer noch Aufpreise. So. Deswegen. Und ich meine, das haben die nicht.